Design und Fashion vielleicht ein oberflächlicher Ausdruck von etwas Tieferem. Also ich denke alle, dass wir einen Drang haben nach dem Schönen, nach der Ästhetik. Das ist jetzt nicht komplett, man sagt ja manchmal, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber das denke ich nicht. Also es gibt natürlich Geschmäcker, aber es gibt doch bestimmte Dinge, die wir als schön empfinden, da sind sich alle einer Meinung. Also ich mache meinen Beruf tatsächlich aus Liebe. Nicht aus Liebe, dass ich das gerne mache, sondern ich habe wirklich einen alten, ich bin sehr katholisch erzogen worden. Und für mich ist der Liebesbegriff, das heißt, ich gebe etwas. Liebe ist immer geben, geben. Und ich finde immer sehr schön, wo wir gerade von meiner katholischen Erziehung sprechen, es ist das Bild vom brennenden Busch. Der brennt, alles erleuchtet, aber nicht verbrennt. Sondern der nur heller wird, aber nicht verbrennt und dadurch den anderen auch Licht gibt. Und diese Leute, ja, diesen Leuten dann auch Freude bringt sozusagen, ja, und das Licht weitertragen. Das ist für mich ganz wichtig und ich glaube, meine schönsten Momente in meinem Job habe ich, wenn die Menschen ein paar Stiefel anziehen, sich daran erfreuen und noch besser, wenn ich habe oft viele Pärchen und Ehepaare als Kunden, wenn ich sehe, dass der Mann seine Frau anschaut, die gerade ein paar Fernando-Stiefel angezogen hat und er sieht sie an, als würde er sich gerade zum ersten Mal verlieben. Das ist für mich das Schönste in meinem Beruf.